Hier war ich noch nicht. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Starke eigentlich. Aber nicht die gegen mich kämpfen. Zwei Stück. Ein Fukano. Level 17. Nicht töten, nicht töten, nicht töten! Mann! Okay. Alex erreicht Level 24. Ponita, ein... Ist das auch ein Feuer-Pokémon? Das hässliche Pferd da. Ja. Ich finde Pferde im Allgemeinen hässlich. Also, es hat jetzt nichts irgendwie mit Ponita zu tun, aber ich finde halt Pferde irgendwie, die sehen komisch aus. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ach komm. Wo warst du, als die Party lief? Ich mag Partys nicht, weil da laufen betrunkene Leute rum und betrunkene Leute mag ich nicht. Pummeluff. Toll. Kann ich das einschläfern? Fuck. Aussetzer. Oh nein! Der Sound ist wieder kaputt. Das Bedbo wird nicht mehr blockiert. Nein. Aber das Pummeluff ist jetzt tot. Mach mal langsam. Mach ich doch. Sonderbonbon. Das ist schon mein zweites, was ich habe. Nice. Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone in Fuchsania City schon gesucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Okay. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Haben wir jetzt alle besiegt? Fände ich sehr gut. So, Mr. Kapitän, ich bin jetzt da, um mein geiles Dings abzuholen. Schrubbel, schrubb, schrubb. VM01. Was ist das? Super! Endlich bin ich nicht mehr krank. Es kann losgehen. Oh, der hat sogar einen Bart. Oh, ich mag den Captain. Okay. Wie waren wir jetzt überall? War oben? Oben waren keine mehr, ne? Nee. Dann haben wir jetzt hier alle besiegt. Das ist schön. Und ich musste nur einmal ins Dings rennen. So. Und jetzt, wenn ich rausgehen will, heißt es bestimmt, das Schiff legt jetzt ab. Schippert das irgendwo hin? Nee, ne? Es hat abgelegt. Ich wollte doch mitfahren. Ja, ist gut. Tut, tut. Das Schiff ist in See gestochen. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig, dass ich da nicht mitfahren muss.
geht's immer wieder hier ins Pokécenter. Und dann bringe ich irgendjemanden zur Schneider bei. Ich weiß nur noch nicht wem. Ich weiß überhaupt nicht, wem ich das beibringen kann. Und ich wollte mir auch einen Sichlor fangen. In der Safari-Zone, meine ich. Glaube ich, gäbe es das. Ich lege erstmal Items ab. Nee, mache ich nicht. Ich bringe jetzt erstmal irgendeinem Pokémon die VM bei. Und dann tue ich Zeugs. Gut, dann bringen wir das Glutexo bei. Warum kann denn Glutexo Zerschneider erlernen? Er hat da nur so Stummelfingerchen. Hier, Silberblick. So. Jetzt gehen wir hier zu dem Dings. Ich weiß jetzt nicht, obwohl, ja, Zerschneider tut ja auch KP abziehen. Aber wie jetzt zum Beispiel Blitz oder so, ist halt so ein Kack-VM irgendwie. Ja, genau. So, ablegen. Und zwar TM44. Das Sonderbonbon. Und die VM01. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich von null wieder anfangen und überall den fucking Zerschneider probieren. Ich hoffe, ich muss das nur irgendwie so andüppen. Mann, hört mit andüppen, meine ich halt nur so anklicken. Und nicht, dass ich das noch irgendwie auswählen muss oder so. So. Wenn ich privat spielen würde, würde ich hier, glaube ich, abhauen. Aber da wir hier mal vorankommen müssen und unsere Pokémon alle mal auf ein einheitliches Level ungefähr bringen müssen. Ne? Ist ja Bescheid. So, können wir jetzt eigentlich hier oben lang? Oder meckert er immer noch rum? Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Warum denn? Warum ist das gesperrt? Nur weil du durstig bist, oder was? So. War hier irgendwo was? War hier was? War hier was? War hier was? Ich weiß, dass oben was war. So. Ausprobieren. Ich muss jetzt nicht extra Pokémon auswählen. Glutexo und einen Zerschneider. Oh Mann, das haben die so gut. Ich bin so verwöhnt von Gold, ne? Bleibt der jetzt für immer weg? Bitte. Wir gehen jetzt erstmal hier nach oben.
Denn da war ja ein Item. Wenn ich mich nicht irgendwie... Wenn ich nicht richtig denken tue. Ich kann nicht reden. Mann, mach Platz. Ich meine, hier oben wäre irgendwo ein Item gewesen. Also jetzt nicht hier. Okay, hier war nichts mehr. Oh Mann, ich habe gedacht, geil. So lange kein Kampf und jetzt... Oh, Mirapla, genau. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Karatschlag. Ich habe gerade gelesen, dass sich Dennis Yoshi's Story mit Verpackung für 15 Euro gekauft hat. Das ist günstig. Also, das ist wirklich ein Schnäppchen gewesen. Ich glaube, sonst geht die Cartridge so für 25 Euro weg, mindestens. So, irgendwo war hier so ein Ding. Da. Select geht's auch nicht. Oder mit B geht's auch nicht. Dann muss man das wirklich so machen, dass man das auswählt, das Dings auswählt und das Schneider einsetzt. TM19. Warum finde ich denn immer Kack-TMs? Was ist das? Geowurf. Auch wieder so ein Stärke-Ding. Gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Hier war nur dieser Pokémon-Heini. Kann man... Machst du nochmal irgendwas? Schau dir doch einfach... Ja, bla, nö. War sonst nichts mehr. Schade. Nun. Oder ging es hier noch irgendwo nach rechts? Weil das hier unter mir sieht gerade so aus ein bisschen wie eine Höhle. Eine sehr große Höhle. Ich will nicht, dass das eine Höhle ist. Ich will nur, dass das ein Dreckhaufen ist, bitte. Nee. Schade. Ja, und zurück kommen wir nicht mehr. Nur noch durch diese komische Höhle da. Surfer haben wir noch nicht. Oder war hier irgendwo was, wo man Zerschneider machen konnte? Ich meine nicht. Nope. Was haben wir hier? Bestimmt Mankey. Nein, ein Habitag. Level 8. Ach Gott. Dave, das kriegst du doch locker lässig mit deinem Karatschlag hin. Ja, danke schön. Okay. Ach, dankeschön. Ja, dann müssen wir jetzt mal weitergehen. Oben waren wir schon. Hier gab es sonst nichts. Mann, ich gehe hier immer falsch. Wir könnten eigentlich schon einen Arena-Kampf machen. Müssen wir auch, glaube ich.